Das ist der Bobby von der Rudolf-Stiftung. Der Rudolf-Stiftung. Bist du nicht mehr dort? Ne? Bist du nicht mehr dort? Ja. Bist du lauwand? Naja, viel Frau ist ja. Ha? Super Kreisler, wie neu. Okay. Der alles mit, ganze Werkzeug. Fernseher. Alles mit. Ganze Werkstatt hat er mit. Du arbeitest nicht in der Filmen. Du tust arbeiten, nicht der Filmen. Was noch? Dein Schlauch? Ja, da. 17er nehmen wir mit. Alles einstecken. Ich und mein Bruder haben gebraucht einen Tag. Jetzt von der Kopfdichtung. Einen Tag, ja. Da muss ich dahinter auch frei machen. Ja. Ja? Na, geht schon. Geht's an. Mach ich dann schon. Nein. Das hat er nicht mehr aufgeschraubt. Ich baue mal repariert in 10 Minuten. Was? Normale 17, ne? Ja. So wie Stichsäge. Ja, für Stichsäge. Ich muss aber sagen. Dann der Ober ist auch kaputt, oder? Da schwimmt das alle drin. Der Turbo ist auch kaputt, oder? Turbo? Ja. Ich glaube, ich muss draußen. Ah? Ja, das schwimmt das alle. Hast du keinen 17er? Das ist schon. Oder alles? Hast du alles? Ja. 6, so machen wir das. Aha. Nein, Gewalt. So. Jetzt muss ich mal runternehmen. Drück das. Cool, jetzt geht's schon.
drukken Rüben, du nimmst. Der doch wahrscheinlich jetzt, muss ich einmal weg. Na, ja, drauf, ein bisschen raufbiegen. Das geht sich aus. Normal geht es sich aus. Zieh fester. Ah, das ist der andere. Das ist ein andere alte Modell. Ja. Ist eh in Ordnung. Ja, sieh. Probier die Schrauben, ist glaube ich locker. Probieren wir. Meinst du? Ja. Schau's aus. 22er. 22 oder 24. Das ist ein 29er. Na, siehst du. Ja. Das geht schon wieder. Jetzt geht der Motor schon wieder. Das Problem habe ich auch gehabt. Was ist das Problem gehabt? So? Einmal. Warte mal, was ist das? Ja. Warum das geht? Ja, wenn er, weißt du, wenn er aufgeht, dann macht er nicht mehr auf. Aha. Dann geht er schwächer. Siehst du, jetzt geht er wieder wie neu. Hoffentlich. Besser. Musst du einen Kleber kaufen und ankleben. Silikon? Nein, gibt es Spezialkleber. Nein, es geht immer nur einer los. Das Problem haben die Motoren. Mhm. Warte mal, soll ich noch nachziehen? Ich traue mir nicht ansehen. Ah? Nicht mehr auch. Ja, wenn du das abdrehst, bist selber schuld. Passt. Das Problem habe ich immer gehabt. Ausfällt gut, ne? Der ist immer wieder losgegangen. Warte mal. Dann, der muss umschlagen, weil sonst springst du es nicht einer. Wenn die Feder wegsteht, springst du es nicht mehr einer. Hast du einen kleinen Hammer oder was? So, das ist schon. Oder soll ich locker lassen und dann zuber? Na, geht so auch. So. Ja, passt. Aber das geht ganz knapp vorbei, sonst bringst du ihn nicht mehr auf. Die Feder ist jetzt locker, oder? Nein, das ist eh locker. Aha. Das geht schon. Das ist nur, du bringst den Deckel nicht mehr auf. Sonst. Welcher Deckel? Der da? Ja, aber das geht ganz knapp da vorbei, weißt du? Aha. Machst du das Krieg nicht Deckel weg drauf? Ja, das geht eh schon. So. Die Dichtung ist auch neu geben müssen. Muss neu, ja? Wahrscheinlich. Mit denen darf es weiter Öl raus. Aha. So. Jetzt kann man wieder raufgehen. Ja. Oder so? Warte mal. So, jetzt. Warte, in der Gummi muss drauf hin. Ah, Gummi drauf? Ja. Oder was? Ja. Oder? Ich hab schon 10 Mal gelegt.
Du bist der Meister, Fritz. Ja, Hausmeister. Hausmeister. Das kann er ja, hau drauf. Heiß, hier bin ich. Keine Kraft. Keine Kraft. Müde, zu müde. Ja, wieso? Mhm. Das kannst du noch gesoffen wieder, ha? Nicht gesoffen, und die kannst zwei, drei Tage nichts. Kannst du noch gesoffen mit dem Haber. Und was sagst du, mein Schlickowitz, oder? Und was sonst? Dann haben wir still. Was ist denn Hammer? Habe ich Gummihammer auch. So. Da drauf. Ja. Okay, ne? Aber da. Und da los. Na? Das ist der schon. Geht schon. Vielleicht Tee. Gib ihm nicht Tee. Fertig, Schramm auf. Ja. Die Feder war's vielleicht. Ja, da kommen wir jetzt drauf. Ich habe eingeschweißt einmal, die Schraube. Ja. Ja, ist immer locker geworden, dann habe ich geschissen drauf. Aber mit dem Schweißgerät habe ich einen Punkt gemacht. Ja. Ist gesehen, man ist fast jetzt 1000 Kilometer, ist wieder locker. Normalerweise hält die Schraube, weißt du? Deswegen ist das seitliche Öl rausgekommen, weil das aufgedruckt hat. Deswegen ist der Turbo hin, ja. Ja, einer sagt, muss ich das reinigen, oder? Nein. Da, von wo kommt der? Das kommt vom Turbo. Turbo wird geschmiert. Wird geschmiert, ja. In der Turbo ist ein Ölkreislauf. Aha. Wenn da undicht ist, das Lager, ja, da bläst das Öl raus. Und? Ja, musst. Solange du nicht zu viel Öl brauchst, geht eh noch. Cool. Drüber hin. Hallo? Uh-huh.